Hey Leute, der Gryvain bekommt zur nächsten Runde von Total War Three Kingdoms mit dem alles entscheidenden Gefecht Kong Rong gegen Yuan Shao mit erheblichen Unterschied in der Kampfstärke. Aber unsere Truppen haben eigentlich ein höheres Level und unsere Kommandanten haben sowohl auch ein höheres Level. Also es dafür hat er halt ziemlich viel Masse und auch, ich glaube, hier eine ziemlich krasse Late-Game-Einheit noch mit drin. Das wird auf jeden Fall interessant mit Anzug sehen. Oh, hier natürlich Wasser und Seen, wo wir halt schlecht drum rumlaufen können. Gerade für unsere Kavallerie nicht so cool. Und er hat 2, 4, 6 Bogenschützen. 7 sogar. Och. Die müssen wir auf jeden Fall ausschalten, ansonsten haben wir ein richtiges Problem. So, mit ihnen gehen mal wir hier hin. So, ihr macht euch mal ein bisschen breiter. So. Rückzug ist nicht erlaubt. Feindliche Verstärkung ist auf dem Feld. Wie war denn das Drehen jetzt hier? Ah ja, hier. Wir sind mittendrin hier irgendwo. Wieder 1000 Bäume. Sogar Nebel. Oh, scheiße. Ja, keine Ahnung, ob er auch auf uns zukommt oder er nicht. Na, wir gucken einfach mal, wir müssen hier leider mitten rein. Das könnte jetzt richtig lustig werden, wenn wir einfach mitten ineinander reinrennen. Ja, ich sehe echt schwarz mit der Kavallerie. Wir könnten hier ein bisschen drumrum rennen. Ja, ich habe keine Ahnung, wo er ist. Ah, da sehen wir was. Kommen dem Ganzen näher. Ein Stück müssen wir noch vor. Schon sehen wir wieder nichts. Oh doch. So, er kommt auf jeden Fall uns entgegen. Wir gehen mal hier hin. Und mit ihm gehen wir mal hier hin. So, Angriff und go. Pfeile eingespannt. Schneller. Marschiert schnell. Aufpassen. Im Einmarsch.
So, wir gehen mal hier rein. So, die greifen hier an. Wenn wir hier die Pferde kriegen, wäre richtig gut. Da hinten kommt die Verstärkung. Oh. Die feindlichen Krieger rennen! Ha! Reiter! Los! Haltet euch bereit! Hört sie! Es ist soweit! Achtung, Kavallerie! So, die sind da. Okay. Dann gehen wir hier zurück und greifen ihn hier an. Die kommen hier zurück, die kommen da zurück, dann greifen wir hier an. Die schießen hier immer noch all ihre Sachen rein. Perfekt. Können wir die hier vielleicht ein bisschen helfen? So, wie gesagt, hier kommt immer noch Verstärkung. So, die greifen mal von hier hinten an. Den gehen wir mal dahin. Die hauen auch alle ab. Das sieht doch ganz gut aus. Wie gesagt, nur die Verstärkungen müssen wir noch drauf achten. Nee, da rennen wir nicht rein. Aber wir gehen mit ihnen hier nochmal von hinten ran. Vielleicht können wir ihn hier fertig machen. So, die fliehen, dann können wir von hier noch hinten rangreifen. Bogenschützen, antreten! In den Kampf! Dann gehen die da rein. Oh, die schießen jetzt mit Feuerpfeilen. Das ist nicht so cool. Es ist soweit. Beeilt euch! Bewegung! Kavalleristen! Los, los, los! Vernichtet sie! Da müssen wir leider mal was machen. Feuergeschosse, Moral, nahe Beschuss. Schreck von hinten angegriffen. Ihre Einheit flieht, Feiglinge! So, die müssen aber hier weg. Der hat gleich keine Munition mehr, das ist egal. Versuchen wir mal, die hier aufzuhalten. Okay. So, Yuan Shao sieht nicht so gut aus. Er verliert immer mehr. Hier noch irgendjemand nicht im Kampf, alle kämpfen. So, die sind hier mit dran, das ist okay. Leider kommen jetzt von der Seite nochmal welche rein. Ganze Wald brennt hier. Heftig. Okay,
Okay, der ist weg. Der ist jetzt leider zum Berserker geworden, glaube ich. Mal vielleicht hier nochmal mit reinrennen. So, wie sieht's hier aus? Wir haben hier noch zwei Kavallerieeinheiten. Okay, die sind da beschäftigt. Okay. So, machen wir jetzt hier Yuan Shao fertig. Der Typ macht hier übelst Probleme. Da haben wir schon die erste verloren, leider. Die hält auch nicht mehr so lang stand hier oben. Vielleicht haben wir es noch geschafft, wenn wir Yuan Shao töten. Ich traue mich gar nicht hier rein zu zoomen. Ich weiß, ich glaube, Yuan Shao ist weg. Er flieht leider. Wir müssen ihn hier töten irgendwie. Das kann nicht sein, dass der hier noch lebt. Wankt, Schaden erlitten. Aufpassen! Ihre Einheit flieht! Feiglinge! Wappnet euch! Schlagt zu! Jetzt rennen hier die 20.000 Truppen hier bei denen rein. Sind immer noch zuversichtlich. Oh, shit, ey. Bereit zum Kampf? Zeigt keine Gnade. Lasst euren Zorn aus. So, die hauen auch ab. Bereit machen. Bereit. Angreifen. Aufpassen. Schneller. Bewegung. Bereit euch. Bewegung. Können wir irgendwie noch uns aufstellen? Ja, okay, das war hier der. Der hat aber alles gut aufgehalten. Wir müssen jetzt nur gucken, dass wir das jetzt hier irgendwie schaffen. Wir sind nur noch 13, 12. Achtung! Angriff! Na, das mit dem gefallenen Freund ist schlecht, ey. Reiter immer noch 11. Jetzt kommen von hier leider noch mal welche rein. Der haut komplett ab. So, nur noch 9. Ich mach mal ein bisschen schneller. Mutig durch Fähigkeiten, okay. Nur noch 6 Streiter, okay. So, er wankt schon. Müssen wir nur gucken, dass wir ihn jetzt hier noch reinkriegen. Sein, dass der erschrecken kann hier. Die feindlichen Krieger rennen. Ah, okay. Die Stangen
Krieger. Bereit machen. Oh, wir haben es sogar geschafft. Nice. Okay, die rennen jetzt weg, da können wir eh nichts mehr machen. Pyrosieg. Oh. So, er hat uns ja angegriffen. Jetzt so die Frage, wir hatten hier, oh hier, ihr guckt euch die Kavallerie an, 286 Töten und 328. Er ist wirklich, auch wenn er uns übelst viel Kohle kostet, weil er immer höhere Ämter haben will. Oh, tot. Wir haben sie überlistet. Ja, ich glaube aber nicht, dass wir... Ja, ist grausam. Tschüss. Lassen wir ihn noch am Leben? Eitel, arrogant. Nö. Ein sauberer Abschluss wäre am besten. Wir sind keine Barbaren. Jetzt muss ich auch mal gucken. Ich glaube, ich muss mich trotzdem erstmal zurückziehen. Oder ich versuche zum Ackerland zu rennen. Denken und handeln. Na, ich komme hier nicht durch. Auf den Marsch. So, wir sind zumindest jetzt auf unserem Land hier. Jagdvogel. Bonuserfahrung. Okay. So, unser Spion wurde rekrutiert und auch gleich befördert. Genau, das habe ich nämlich gehofft, wenn ich die Typen töte, dass er sich neue holen muss, neue Generäle. Und eventuell Wu Tang ist jetzt ja der neue Typi hier, ne? Oder? Ja, ne, Yuan Tan, okay. Ich muss ablehnen. Da ist er. Da ist mein Typi. Der gleich spielt nicht für euch. Das heißt, wir könnten eventuell sogar die Armee übernehmen. Aber wir werden uns erstmal heilen und dann gucken wir mal, was passiert. Na, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht ausgegangen. Angriffsgeschwindigkeit. Jo. Wir machen mal das nochmal. Den haben wir hier schon das gegeben. Das bringt ja alles nichts. Wir nicht noch eine bessere Waffe? Schwert des Adels. Ihr Wort ist ihm Befehl. Ja, doch, wir haben es nochmal. Okay, warte mal. Wissen. Bleibt im Winter ruhig, doch bereit. Was ist denn er? Er ist ja ein Stratege. Vielleicht kriegen wir irgendwie mit der Forschung nochmal hin, dass wir Strategen ein bisschen zufriedener bekommen. Wir haben auf jeden Fall übelst Kohle gemacht durch die ganze Sache. Unser Wachstum ist fast voll. Noch mehr Nahrung.
Wir müssen doch jetzt endlich mal hier handeln können. Das gibt's nicht. Ich finde keinen Menschen zum Handeln. Das ist so traurig. Machen wir so. Wie viele Runden brauchen wir? 7 Runden. Das glaube ich auch, weil wir gerade Winter haben. Okay, er ist da hinten hinmarschiert. Die große Ortschaft wäre damit frei. Und ich glaube, die Garnison, die haben wir ja auch ein bisschen beschädigt. Das würde bedeuten, es müsste ich eigentlich... Liu Dai ist hier unten. Da kommen wir auch erstmal nicht hin. Gibt er uns schon alles, was geht? Jo. Unsere Gespräche flossen seicht wie der Fluss. Mhm. Wir können eure Handlungen nicht länger ignorieren. Zum Teufel bist du denn? Ye Yang Li Ting. Okay. Nee, brauchen wir erstmal nicht. Für mich erstmal wichtig, dass wir jetzt das hier irgendwie einnehmen. Schon wieder einen schwarzen Hengst. Bleibt ruhig, um Kräfte zu sparen. In den Kampf! Irgendwo war das doch hier mit Strategen. Geht's irgendwie besser. Einkommen aus Seide. Hier, Zufriedenheit für Strategen. Das heißt, wir brauchen erstmal das hier. Dann kriegen wir dich hier ein bisschen nach oben. So, kann ich jetzt schon irgendwas mit dem hier machen? Nee. Enteignen. Gewinn pro Runde, geheimes Netzwerk. Okay, er macht eigentlich immer schön weiter. Er ist auch in einer guten Position, von daher alles supi. Vielleicht kriegen wir ihn sogar dazu, dass er rebellieren kann und dann nehmen wir quasi die Stadt einfach so ein. Das wäre natürlich der richtig geile Move. Wir können aber erstmal nichts machen. Das heißt, wir machen nächste Runde. Ich hoffe, er kommt nicht wieder zurückgerannt. Du müsstest mir jetzt aber bitte helfen. Unser Ziel sollte Frieden sein. Wie ihr wünscht. Ich will jetzt hier nicht meinen eigenen Spion killen. Pyrosieg. Wir müssen zu lange belagern. Wir müssen den leider so annehmen. Aber ich dachte jetzt, irgendwas könnten wir vielleicht mit dem Spion machen. Aber scheinbar nicht. Jetzt haben wir ihn getötet oder was? Na, das wäre jetzt der richtige Blödsinn. Okay, dumm. Das finde ich wirklich dumm. Also man hätte jetzt auch sagen können, in der Schlacht kommt er zu uns rüber oder so, weil wir wissen doch, dass er unser Spion ist. Wieso sollten wir unseren Spion töten? Sehr lächerlich, aber egal, wir haben endlich mal eine Dingsdealung hier übernommen und können jetzt hoffentlich... Es gibt's nicht. verhandeln. Liu Bei, immer noch nicht. Die sind alle voll. Keiner hat Bock oder Platz.
Kann man nichts machen. Also mit dem Spion ist echt dumm. Also tut mir leid, aber... Ich dachte, jetzt kommt irgendeine Option hier. Soll der Spion im Kampf überlaufen? Oder soll er absichtlich sich zurückziehen und einfach wegrennen? Irgendwie sowas, aber... Gar nichts? So, die Salzmine. Hier würden wir Mauern kriegen. Weniger Nahrungsproduktion ist nicht so schlimm. Wir machen erstmal das. Und das. Der ist immer noch unzufrieden. Schön für dich. Fischerhafen. Noch eine Stadt kriegen wir nicht. Hanfu. Wir müssen aber aufpassen, der hat hier noch eine Riesenarmee. Wenn der jetzt hier langgelaufen kommt... Versammelt alle. Wir müssen Pläne ausarbeiten. Gehen wir mal weiter. Liu Dai. Liu Yu, Liu Dai. Der ist hier unten. Glaubt, warum nicht? Hat aber schon abgelehnt, okay. Ich konnte auch nicht, ich habe ja vorher die Option da angeguckt. Ich konnte auch vorher nicht irgendwie erwecken oder irgendwas. Oh, der ist tot. Haben hier alle. Ich gucke jetzt wirklich jede Runde, ob ich hier ein Handelsabkommen machen kann. Nee. Das ist ja wirklich der größte Blödsinn ever. So, wir müssen leider noch weiter warten. Wir können hier nichts machen. Wir müssen all unsere Einheiten hier zurückkommen. Ein bisschen mehr Nachschub wäre echt gar nicht so schlecht, ey. Ihr seid ein Stolperstein auf dem Weg zum Frieden Chinas. Nee. Wir werden keine Schritte gegen euch unternehmen. Hang lang. Keine Ahnung, wo du bist, Wang Lang, aber... Nee. Ein Jammer, einerlei. Hier geht's ja ab, ey. Holy shit. Okay, wie sieht's jetzt aus? Die gehen recht schnell. Ich will aber trotzdem mal kurz gucken. Bedenkt alles. Für den großen Plan. Marschieren. Nee. Rücken vor. Ich rede mit meinen Beratern. Das heißt, wir müssen leider noch ein bisschen warten. Obwohl wir so viel Kohle... Ey, es kann nicht wahr sein, ey. Ist echt so ein bisschen unlucky. Also der Staat, den haben sie wirklich dumm gemacht. Dafür, dass der halt so ein Handelsdude ist. Mit Liu Bei konnte man nicht handeln, weil er sofort mit dem anderen angefangen hat anzubündeln. Ich bin jetzt hier mittendrin und kann trotzdem mit immer noch keinen handeln. Der Weg ist frei. Nee, wer ist denn das hier? Tao Qing. Er hat, glaube ich, schon abgelehnt, oder? So sei es. Ah, okay. Lest und verhandelt. Nee. Ein Jammer. Ein Jammer. Pläne ausarbeiten. Sechs Runden, ey. Das dauert immer noch ewig.
hier noch irgendwas mit dem machen? Nee. Den könnten wir noch einen Anhänger geben. Gehen wir mal so. Er ist ein Verwalter. Geht wenigstens auf 42 hoch. Dann kriegt er ein bisschen mehr List, aber auch nicht so der Burner eigentlich. Okay. So, hier unten ist Leo Bay. Oh, eine Sache können wir noch machen. Der hat schon den besseren Hengst. Du kannst mal ruhig noch den bekommen und dann kriegst du... den hier. So, wir können leider immer noch nichts machen. Wir müssen noch ein, zwei Runden uns ausruhen. Okay, wir müssen einfach hier stehen bleiben, habe ich das Gefühl. Wie sieht's denn aus? Ich hoffe mal, die Ortschaft hat sich jetzt so ein bisschen wieder beruhigt. Das ist wirklich unglaublich. Hat der jetzt mal zwei? Der hat immer noch nicht zwei. Wenn wir mit ihnen Frieden schließen, könnten wir vielleicht eins machen. Dong Ming hasst uns. Han Fu. Es ist an der Zeit, dass wir miteinander reden. Warum? Eine offene Handelsroute. Und die Territorien müssen sich angrenzen. Okay. Einmal kurz gucken. Hier bin ich. Da ist die Grenze. Hier ist Han Fu. Warum kann ich jetzt nicht mit dem handeln? Oder muss so ein Weg hier frei sein? Das heißt, wenn ich die Stadt hier hätte, dann würde ich handeln können, oder was? Mhm. So, wir machen jetzt mal die Strategen happy. Dann ist er jetzt hier hoffentlich endlich mal aus dem Haus. Gut. Ich rede mit meinen Beratern. Drei Runden. Bleibt ruhig, um Kräfte zu sparen. Gut, dann würde ich aber sagen, machen wir jetzt hier erstmal einen Cut rein. Wir sind jetzt bei 1000. Ich würde eigentlich gern nochmal, kann man nicht machen, einen Spion aussenden, habe ich gesagt, aber ne. Okay, es läuft extrem schlecht, muss ich sagen. Wir hätten eigentlich schon mindestens zwei oder drei Handelsabkommen haben müssen, damit er hier so richtig durchdreht, weil dann kriegen wir hier locker 2.000, 3.000 Gold oder was auch immer in der Runde. Aber Liu Bei hat uns das ein bisschen verbockt, beziehungsweise wir hätten vorher nach hier drüben gehen sollen. Aber selbst wenn, wir hätten hier auch keinen anderen gesehen, glaube ich. Dann haben wir es selbst vielleicht noch ein bisschen verbockt, indem wir hier zu lange gebraucht haben. Und, naja, ich weiß auch nicht. Also irgendwie alles ziemlich unlucky. Ich werde noch eine Folge ranhängen, um zu gucken, was er jetzt hier macht. Und wenn wir es dann immer noch nicht schaffen, hier mal ein Handelsmonopol irgendwie zu bekommen, dann, also, wenn ich jetzt privat gezockt hätte, dann hätte ich schon längst neu angefangen. Weil das ist wirklich... extrem unlucky, also wirklich, wirklich unlucky. Aber gut, sowas muss es auch geben. Ich bedanke mich trotzdem fürs Zugucken. Wenn ihr Tipps, Tricks, Anregungen habt, ruhig immer in die Kommentare reinschreiben. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, bye bye.